So schön sie auch blüht hier in der Altstadt. Ein Ansturm wie in den Vorjahren gab es dieses Mal nicht. Ganz zu Hause bleiben oder zumindest Kontakte vermeiden, so die Vorgabe. Klappte auch gut, haben Anwohner beobachtet. Ich finde, sie halten sich extrem gut daran. Also letztes Jahr war ja alles gerappelt voll und dieses Jahr ist ja fast nichts. Auch wenn es manchmal doch ziemlich voll wurde in der Altstadt, den meisten Kirschblütenfans war Abstand wichtig. Weil man muss ja nicht innerhalb von 10 cm Abstand hier durchlaufen. Man kann ja ganz so, wie man hier sieht, den Abstand wahren und damit ist das überhaupt kein Problem. Machen wir ja nicht so große Sorgen. Also ich denke auch, wir sind ja in einer freien Natur. Abstand wird eingehalten. Wohl weil Polizei und Ordnungsamt ein Auge auf die Besucher hatten. In 37 Fällen mussten sie Anzeigen schreiben. Das, woran sich die meisten Bonner am Wochenende brav gehalten haben, haben einige beim Ordnungsamt selbst vermisst. Bombenentschärfung auf dem Venusberg vergangene Woche, Bilder von der morgendlichen Einsatzbesprechung. Abstand hält hier kaum jemand, Anwohner reagierten verwundert, die Stadt beschwichtigt. In solchen Ausnahmelagen kann es bei unbedingt notwendigen Einsatzbesprechungen vorkommen, dass der Abstand nicht eingehalten werden kann. Hier muss dann die Effektivität und der reibungslose Einsatzablauf im Vordergrund stehen. Aber zurück zum Sonntag. Jetzt auf die Bonner Hofgartenwiese, chillen in der Sonne, maximal zu zweit. In diesen Zeiten packen Nina und Josef dann die Gitarre aus und spielen einfach drauf los. Also bis jetzt, so die letzten Wochen, war es ja eher kalt, so da war es nicht das Problem. Und ich bin halt zu Hause, spiele Videospiele, habe dann da meine Freunde, so mit denen ich quatschen kann und dann geht das auch. Aber jetzt so heute muss man auf jeden Fall rausgehen. So. Ist schon schwierig, weil ich im Moment vor allem auch nicht mehr arbeiten gehen kann. Das heißt, ich habe den ganzen Tag nicht so besonders viel zu tun. Von daher wäre es schon schön, wenn man ein bisschen mehr Leute treffen könnte. Aber wir treffen uns jetzt zu zweit und das funktioniert auch super. Sonnenstrahlen genießen, das geht notfalls auch ganz allein, beweisen die Wanderer im Ahrtal. Nach dem Ansturm vor 2 Wochen jetzt Parkplatzsperrungen mit dem Ergebnis, das Tal ist fast wie ausgestorben. Reinhard Meurer hat sich hier hoch oben über Ahrweiler ein sonniges Plätzchen gesucht. Bei dieser Aussicht kann man schnell ins Träumen kommen. Ich fühle mich auch wohl dann in diesem Alleinsein. Das kann kein ständiger Zustand sein, denn ich brauche auch Menschen, die mir nah sind. Jetzt muss man diese Zeit ein Stück weit ohne soziale Nähe auskommen. Einfach ein bisschen draußen sein, sich und andere dabei nicht gefährden. So ließ er sich genießen, der erste warme Frühlingssonntag in Corona-Zeiten.